So I go back to the philosopher. 1993 hip hop is a whack. Go back, check the fact. Was geht ab, YouTube? Pascal zum Bodybuilding. Und willkommen im neuen Video. Die berühmtesten Trugschlüsse. Ich habe in der 10. Folge Philosophie Friday das Argumentieren erklärt. Induktives Argumentieren, deduktives Argumentieren. Und nun geht es mit den berühmtesten Trugschlüssen weiter. Die ersten drei habe ich euch schon im letzten Video vorgestellt. Link dahin in der Beschreibung. Der Post-Hoc-Trugschluss. Post-Hoc ist lateinisch und bedeutet danach. Wir müssen es von Propter-Hoc unterscheiden. Das wäre deswegen. Post-Hoc, danach, Propter-Hoc, deswegen. Der Post-Hoc-Trugschluss kommt zustande, wenn man von Post-Hoc auf Propter-Hoc schließt. What the f***? Ist also nichts weiter als der altbekannte Kausalfehler. Man unterstellt, dass bei zwei nacheinander auftretenden Ereignissen eine kausale Verbindung besteht. Beispiel. Als ich meine letzte Statistikklausur, was auch meine letzte Klausur in meinem Studium sein sollte, schreiben musste, war ich mir unsicher. Und im Full-Hippie-Modus habe ich mir auf dem Weg dahin eine Kastanie auf dem Weg aufgesammelt. Die sah irgendwie aus, als könnte sie mir helfen. Also dachte ich mir, fuck it, das ist meine fucking Glückskastanie, mit der packe ich heute meine Klausur. Ich habe die Klausur geschrieben und habe die Kastanie im Anschluss in meinem Auto gelassen. Und ich habe bestanden. Aber hat dir die Kastanie dabei geholfen? Not really. Wenn du jetzt von der Kastanie auf deinen Erfolg in der Klausur schließen würdest, dann wäre das der Post-Hoc-Trugschluss. Was geht eigentlich bei meinen Haaren? Sie sind richtig lang. Ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen soll. Einmal in die Kommentare bitte, was ich mit denen machen soll. Alrighty, weiteres Beispiel. Ein Lifestyle-Guru verklickert mir, dass ich unbedingt Gerstengras trinken soll, damit es mir endlich besser geht. Ich fange also an, Gerstengras zu trinken. Und gleichzeitig auch mit Sport. Ich will mein Leben verändern. Nach 2 Wochen habe ich 2 Kilo abgenommen und fühle mich super fit. Yes! Das Gerstengras hat mir geholfen. Not really. Vielleicht war die zusätzliche Aktivität, da du ja auch mit dem Sport begonnen hast, der Grund. Also auch hier wurde aus einem Post-Hoc ein Propter-Hoc gemacht. Vielleicht gibt es ja tatsächlich eine Verbindung und man kann es als Hinweis verstehen. Aber direkt eine kausale Verbindung zu attestieren, das ist ein Trugschluss. Also schütze dich vor übereilten Schlüssen und such, wenn du einen Zusammenhang vermutest, vorerst auf Hinweise, ob dann tatsächlich einer vorhanden ist. Nur ein Post-Hoc, also ein danach passiert etwas, liefert absolut keinen rationalen Grund zur Annahme, dass da eine kausale Verbindung besteht. Alrighty, das falsche Dilemma. Das falsche Dilemma ist eine vorgetäuschte, deduktive Argumentation, in der weitere Alternativen einfach verschwiegen werden. Beispiel. Du gehst in einen Laden und willst veganes Protein kaufen. Du könntest zum einen das hochwertige Vegan Blend von Body IP kaufen. Oder aber das schlechtere vegane Protein von Firma XY. Du entscheidest. Was allerdings auch noch eine Option ist, ist einfach nichts zu kaufen. Verkäufer wollen natürlich nicht, dass du nichts kaufst. Und deswegen verschweigen sie dir diese Alternative. Weiteres Beispiel. Entweder man hat einen Pilotenschein oder man darf kein Flugzeug steuern. Pascal hat keinen Pilotenschein. Also darf Pascal kein Flugzeug steuern. Das wäre eine korrekte, deduktive Argumentation. Prämisse, Schluss. Dem entgegen wäre ein falsches Dilemma. Entweder wir spenden Geld für wohltätige Zwecke oder wir fliegen in Urlaub. Hier wird ein Dilemma erzeugt. Obwohl man auch einfach beides machen könnte. Oder gar nichts. Ein weiterer Fall eines falschen Dilemmas finden wir auch bei dem einen oder anderen Mobility-Guru. Die sagen dann so, entweder du bemühst dich um deine Mobility oder du verdienst jeden Schmerz, den du hast. Dabei ist es vielleicht gar nicht die fehlende Mobilität, die die Schmerzen verursacht oder den Leistungsabfall. Diese Alternative wird natürlich verschwiegen, denn es sind Gurus. Sie wollen ihr Programm verkaufen, denen ist scheißegal, ob du tatsächlich eine Besserung erreichst oder mehr Leistung. Es geht nur darum, dein Geld in deren Tasche zu bringen. Also, jedes Mal, wenn du vor Alternativen gestellt wirst, dann untersuch, ob die Alternativen tatsächlich die einzigen sind. Angenommen, wir legitimieren die schwule Ehe. Glaubst du dann tatsächlich, dass jeder in Deutschland schwul wird? Meinst du tatsächlich, dein Kind wird ein unmoralisches Monster, wenn du es nicht in die Kirche schickst? Vielleicht wird dein Kind ein unmoralisches Monster, wenn du es in die Kirche schickst. Next one up. Vom 2. aufs 1. Vor kurzem gab es eine Studie dazu und die hat besagt, dass 2/3 aller, die nicht in Logik geschult sind, diesem Trugschluss aufliegen. Regelmäßig diesem Trugschluss aufliegen. Beispiel, wenn der Strom ausgeschaltet ist, da brennt kein Licht. Ich sehe, es brennt kein Licht, also ist der Strom ausgeschaltet. Ein Klassiker hier ist auch, wenn es regnet, sind die Straßen nass. Jetzt schaust du raus, die Straße ist nass, also regnet's. Nope, die Straße kann auch nass sein, weil jemand dahin gepüscht hat. Dran denken. Okay, jetzt kommt ein Klassiker. Der genetische Trugschluss. Ein sehr bekannter und auch sehr gefährlicher Trugschluss, besonders aus dem Bereich der Politik und der Religion. Er behauptet, wenn A etwas hervorbringt, dann muss dieses notwendigerweise auch die Eigenschaften von A innehaben. Bekannt ist hier das Beispiel mit der Eichel. Du findest eine Eichel. Aus Eicheln wachsen Eicheln. Also verdammt große Bäume. Eicheln sind allerdings klein
und glänzend. Der genetische Trugschluss liegt vor, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Eicheln am Ende auch klein und glänzend sind. Ist also ein typischer Deduktionsfehler. Eichen wachsen aus Eicheln. Eicheln sind klein und glänzend, also sind Eichen klein und glänzend. Not really. Eier haben harte Schalen. Hühner kommen aus Eiern, also haben Hühner harte Schalen. Wie zum Teufel kann man auf so einen Trugschluss reinfallen? Karls Vater war ein Nazi, also muss Karl auch ein Nazi sein. Was man auch besonders oft hört, so in der Facebook-Diskussion mit deinem Lieblingsverschwörungstheoretiker: Die USA ist schlecht, denn ihre Demokratie wurde durch blutige Kämpfe bedingt. Du bist schockiert darüber, dass der Vater von dem guten Luke Skywalker der böse Darth Vader ist? Du legst dem genetischen Trugschluss auf. Okay, das waren die nächsten vier Trugschlüsse. Denkt im Alltag dran. An jeder Zeit wartet einer von ihnen auf euch, um zuzugreifen. Nobody is safe. Passt ganz zu, checken out. Wir sehen uns im nächsten Video. Habe ich noch was zu sagen? Schreibt mir in die Kommentare, was euch berührt, was euch bewegt. Ja, ich nehme noch einen Schluck. Peace, bruh!